Zahlreiche Gäste waren dabei, als Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Hess an seinem Geburtstag die offizielle Schlüsselübergabe an DRK-Geschäftsführer Christian Peters und die neue Leiterin Silke Ulbricht das neue Familienzentrum Philipp Soldan an der Marburger Straße einweihte. Nach nur einem Jahr Bauzeit ist das richtungsweisende Gebäude im Südwesten der Stadt entstanden. Trotz Corona-bedingter Lieferschwierigkeiten, Fachkräftemangel und Preissteigerungen im Baugewerbe konnte die geplante Eröffnung und auch der Kostenrahmen eingehalten werden. Mit dem Stichtag 1. März werden dort bis zu 100 Kinder in insgesamt 5 Kindergartengruppen betreut. Die Mittagsversorgung wird jeden Tag frisch über eine eigene Küche realisiert. Träger des Familienzentrums ist das Deutsche Rote Kreuz. Alle herzlich willkommen hier bei uns in der neuen Kindertagesstätte. Ich will es einfach mal so sagen. Ich will aber, bevor ich auf die Kindertagesstätte eingehe, achso, die Frau Ulbricht ist jetzt weggelaufen, das ist die Leiterin, da kommt sie wieder, habe ich gestern Nachmittag nochmal Aufsicht gemacht. Die haben gestern Nachmittag die ganzen Damen gearbeitet, um überall die schönen Aufkleber hier hinzubekommen, denn die hatte ich Frau Ulbricht ja gestern noch nicht gesehen. Daher kann jeder mal gucken, bitte schon jetzt um Verzeihung, dass diese beiden Türen dort hinten noch nicht eingebaut sind, dass das noch behelfsmäßig aussieht, aber Brandschutz lässt grüßen, es muss zugemacht werden, so ist das auf dieser Welt, aber es liegt ganz einfach daran, ich komme nachher darauf zurück, auf die Situation, dass Lieferschwierigkeiten da sind. Ganz vergessen habe ich jetzt die wichtigste Person. Mensch, Herr Zimmer, Sie haben sich versteckt. Herr Zimmer ist der Architekt, der dieses Gebäude geplant hat. Und seine Schwester sehe ich jetzt gar nicht mehr. Die arbeitet vielleicht noch. Rechts. Dort, Entschuldigung, hat sich bei der Erzieherin gestellt. Schön, dass Sie da sind. Nee, das ist unser Team, ja. Die hat, das ist das Team. Hat die ganze Inneneinrichtung gemacht. Also wer sich da mit Inneneinrichtung auseinandersetzt, kann sich gerne an das Team dann wenden. Also ich sage, es ist sehr, sehr gelungen dabei. Ich habe jetzt gerade viel gelacht, aber ich muss dazu sagen, ich habe einen anderen Eindruck in meinem ganzen Körper, in meiner ganzen Denkweise. Ich will Sie auch mit auf den Weg nehmen. Und der erste Kreisbeigeordnete war ja auch am Samstag im Kreishaus mit dabei mit dem Landrat, wo wir im kleinen Kreis schon mal die Situation der Ukraine durchgesprochen haben. Wie gehen wir mit den Flüchtlingen, ja, ich sag mal auch Menschen, die künftig hier mal sein werden können, vom Alter her Kinder mit ihren Müttern, wie gehen wir damit um, was tun wir dort? Und da werden wir sicherlich dann, kann ich glaube, am Mittwoch weiter drüber sprechen. Denn das sind Themen, wo ich jetzt schon für morgen Abend den Magistrat, die Fraktionsvorsitzenden in Abstimmung mit dem Stadtverordnetenvorsteher eingeladen haben. Denn wir haben sicherlich die Situation, dass wir einen irrational Kriminellen drüben in Russland haben, wo wir einfach sehen müssen, was passiert dort weiter, wie geht es dort weiter. Und Sie wissen alle, dass ich europäisch relativ gut aufgestellt bin. Ich habe natürlich Kontakte gehabt, meine Frau muss das dann immer wieder mit ertragen, wenn ich dann wieder am Telefonieren bin. Die baltischen Länder oben, die haben sich mittlerweile alle soweit auch abgesichert dazu. So viel kann ich schon mal an dieser Stelle dazu sagen. Gerade Litauen, die an der Grenze zu Belarus und zur Oblast Kaliningrad liegen, die haben ihre Grenzen dicht gemacht dort und haben natürlich auch Ängste. Aber ich fand es sehr schön, dass eine liebe Freundin aus Kleipeda mir mitteilte, letzte Woche Freitag schon, sie haben der Bevölkerung, ohne dass sie was machen mussten, 508 Wohnungen zur Verfügung oder 508 Schlafplätze zur Verfügung gestellt bekommen. Also das heißt, die Bevölkerung richtet sich darauf ein. Ich habe dann am Samstag Mittag telefoniert mit einem Freund Bogdan Venta, Universitätsstadt mit 200.000 Einwohnern an der Ostgrenze, Südostgrenze Richtung Ukraine. Und der hat mich heute Morgen, als wir hier waren und mit dem ersten Teil der Unternehmer fertig waren, noch einmal angerufen. Wir machen gerade fertig, wenn ich sage wir, Herr Held macht das fertig mit der HNA.
ein Aufruf der Hilfe, denn wir würden ganz gerne diese Maßnahmen alle konzentriert liefern über Kielce nach Vinnytsia. Sieht man im Fernsehen ab und zu, ist eine Stadt mit 370.000 Einwohnern. Und deshalb meine innere Unruhe, die ich habe, mein Kollege dort, der steht auch auf der Todesliste und weiß, dass wenn die Russen in die Stadt hineinkommen, dass er sehr wahrscheinlich nicht lange lebt. Seine Familie hat er schon außerhalb der Stadt untergebracht, sodass die zumindest geschützt ist dabei. Also so nah ist es dann plötzlich und ich sage wirklich, ich bin heute Morgen anders aufgewacht, als ich im Moment hier stehe. Ich glaube, jeden Tag erleben wir im Moment etwas Neues, da wollte ich Sie wenigstens einfach mitnehmen. Und ich glaube, wir sollten ruhig einfach auch mal kurz innehalten, um an die Menschen in der Ukraine zu denken. Denn der Krieg ist so nah, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Deshalb bleibe ich jetzt einfach ein paar Sekunden hier stehen. Ja, aber das Leben geht weiter und das ist uns ganz wichtig, denn wir müssen nicht zurückschauen, sondern müssen nach vorne schauen. Deshalb auch dieses Ziel, dass wir ja Frankenberg, und da spreche ich mal und sage Dank an die, die das alle in der Kommunalpolitik bisher mitgetragen haben und auch weiter mittragen werden, dass wir die Dynamik in die Stadtentwicklung hineinbekommen. Und das haben wir die letzten Jahre gemeinsam sehr gut geschaffen, muss ich dazu sagen. Und das sage ich auch dem ehemaligen Stadtverordnetenvorsteher mit unserem gemeinsamen Team und Björn, auch dir als heutigen Stadtverordnetenvorsteher vielen herzlichen Dank. Denn ich glaube, das, was wir geschaffen haben, die letzten Jahre, das ist wirklich enorm und da bin ich auch stolz drauf und da können wir gemeinsam auch stolz sein. Ein Ausfluss ist dann natürlich, wie können wir die ganzen Kinder erziehen, wie können wir die unterbringen, das ist ja auch immer, wenn ich Frau Müller jetzt sehe, lacht gerade so schön, haben wir auch im Sozialausschuss immer schon diskutiert, wie bekommen wir das hin. Auch bei dir, Daniela, das ist ja immer das Thema gewesen. Und wenn ich mal sehe, wie sich Bockental entwickelt hat, das haben wir 2000, 2001 begonnen, und hatten in Bockental 1 natürlich die ganze Fahrt aufgenommen. Wir wissen alle noch, wie wir dieses Viertel damals genannt haben. Da haben sich halt überwiegend Russlanddeutsche angesiedelt. Aber wenn man jetzt Bockental 1 bis 4 sieht, muss ich dazu sagen, dies haben wir nicht mehr. Damals aber hatten wir die Situation, ich weiß noch, Herr Dittmar, als wir mal zusammensaßen, wie gehen wir mal um mit dem Spielplatz, den wir geplant hatten, der ja in Bockental 3 eigentlich sein sollte. Ich will das nur noch mal zurückblickend einfach sagen. Bockental 3, wo ich gesagt habe, komm, bis wir da hinkommen, das wird noch lange dauern, denn es zögerte ja alles, die Bautätigkeiten nahmen nicht so zu. Aber mittlerweile ist Bockental 4 voll und hier oben Marburger Straße, das neue Baugebiet, ja, 150 Bauplätze, ich will es wiederholen, 240 Bauinteressierte. Das ist natürlich ein Wort, was wir insgesamt zu stemmen haben. Und wenn ich dann sehe, dass wir im Bockental 1 bis 4 ungefähr 450 bis 500 Menschen leben haben, das kommt Marburger Straße nochmal dazu. Wenn ich jetzt mal einen Ortsvorsteher auch dabei sehe, ne, dann muss ich immer wieder dazu sagen, da entstehen kleine Stadtteile, die wir hier einfach haben. Und da sind wir auch sehr froh. Ich sage auch vielen herzlichen Dank an dieser Stelle einerseits, dass wir diese Fläche so schnell bekommen konnten. Die Person ist jetzt nicht da, das ist die Kreishandwerkerschaft mit Uli Mütze und Gerhard Brühl, die uns da wirklich sehr gut geholfen haben. Aber ich sage auch vielen herzlichen Dank, Karl, dir ganz speziell als ersten Kreisbeigeordneten, dass wir dann die Ersatzfläche, die die Kreishandwerkerschaft wieder brauchte, auf die Fläche hinbekommen haben mit dem Landkreis, sodass wir dort natürlich auch den Ausgleich haben, sodass wir so bauen konnten. Und das geht auch manchmal, Karl, darf ich das sagen, mit dem Handschlag. Und da sage ich vielen herzlichen Dank, dass wir da so partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und jetzt bin ich auch bei dieser Kindertagesstätte und bei diesem Familienzentrum. Familienzentrum hat ja, Frau Schulz hat das ja alles vorbereitet für die Stadt, ist ja ein Thema, wo wir auch etwas mehr Fördermittel bekommen. Deshalb, man kann sich das näher anschauen, sind da so ungefähr 100 Quadratmeter, die wir dafür brauchen, um dort entsprechende Konzepte, das kann Frau Ulrich aber nachher noch erklären, ganz gerne. Aber auch hier haben wir insgesamt rund 1500 Quadratmeter. Diese 1500 Quadratmeter sind einerseits natürlich Familienzentrum, kann es auch genau sagen, die Fläche für die Kita sind 1462 Quadratmeter, Familienzentrum 100 Quadratmeter, also 1562 Quadratmeter insgesamt, die wir haben. Fünf
Kindergartengruppen, die wir haben, beziehungsweise zwei Krippengruppen, die hier vorne sind. Jeder mag sich die kleinen Toilettchen mal anschauen. Ich finde das ja sowas von niedlich, muss ich dazu sagen. Das ist so etwas von schön. Und dann drei Kita-Gruppen, die dann ab dort beginnen. Da muss man hinten durch diese noch nicht, doch die Tür ist vorhanden, aber noch nicht die richtige Tür. Da befinden sich noch zwei größere Gruppen, die auch eine zweite Etage haben dabei, sodass wir hier natürlich einen Bereich haben, der, wenn man von dort hereinkommt, hier eine Offenheit zeigt, wo ich sagen muss, alle Achtung dem Team, die das geplant haben. Ich sage nochmal Herrn Zimmer und seine Schwester mit dem Team, was dabei ist. Denn eine solche Farbgebung hatten wir alle, und ich denke an die politischen Parteien, Fraktionsvorsitzenden, Magistrat, hatten wir alle im Konzept genauso, wie es heute hier ist. Und wenn die Presse das Bild aufnimmt und wir das dagegen stellen, dann können wir sagen, ja, es war die Planung so, wie wir es heute hier stehen haben. Ich finde es einfach phänomenal toll, lichtdurchflutet, die Räumlichkeiten sind schön, Kinder können sich wohlfühlen. In der nächsten Zeit noch die Phase der Außenanlage natürlich. Ja, da können die Kinder noch Bagger sehen. Die sind dann irgendwann mal weg. Aber ich weiß, Enkelkinder, die brauchen Bagger. Gerade die Jungs müssen das haben. Wir haben dazu noch etwas zu schauen. Später ist das weg und dann leben wir hier im Grünen. Aber nicht mehr lange, denn nebenan geht es weiter. Und ich will das nochmal zurückbringen vielleicht. Letztes Jahr am 3.3. haben wir hier an dieser Stelle Spatenstich gemacht. 3.3.21. Und als wir damals gesagt haben, in einem Jahr wollen wir fertig sein, ich glaube, da hat Herr Zimmer auch wild geschluckt, wenn ich das so sagen darf. Aber wir haben das geschafft und wir hatten heute Morgen schon die Handwerker da. Jeder hat zusammengepackt. Und ich will ruhig nochmal die ganze Problematik aber sagen. Denn wir haben die Situation der Pandemie, wir haben die Situation Baustoffmangel, wir haben Fachkräftemangel, was wir dabei haben, und natürlich Steigerung von Preisen dabei. All das hat uns nicht abgehalten, in dem geplanten Preisrahmen zu bleiben, um diese Kita zu bauen. Das ist halt der Vorteil, auf der grünen Fläche zu bauen. Eder-Berglandhalle, wissen wir alle, sieht vollkommen anders aus, aber da geht man in einen Baukörper hinein und fängt dann an zu bauen. Hier auf der grünen Fläche kann man das alles relativ gut trotz dieser Maßnahmen einhalten. Ich weiß auch, das habe ich heute Morgen schon den Unternehmern, auch den Handwerkern gesagt, manchmal hat es auch ein bisschen geknirscht, aber Handwerker kennen das, auf der Baustelle gibt es auch mal laute Worte, aber am Ende des Tages verträgt man sich wieder und das Team arbeitet zusammen, sodass man das auch hinbekommt. Also von daher hat das alles sehr gut funktioniert. Da möchte ich Herrn Helminiak vielen herzlichen Dank sagen, der das ja auch mitbegleitet hat, natürlich dem Bauamtsleiter Herrn Dittmar, aber speziell Ihnen, Herr Zimmer, der das wirklich in einer Art und Weise, wie mir das geschildert worden ist, gemacht hat, was wirklich toll war. Und deshalb herzlichen Dank dafür, für diese Tätigkeit, die Sie dort gemacht haben, für unsere schöne Stadt, für unsere Philipp-Soldan-Stadt Frankenberg an der Eder dabei. Also das heißt, am 3. März hier gestartet. Einen Monat später, ich glaube es war der 8.4., haben wir dann mit dem Straßenbau begonnen. Und wir können schon bald den ersten fünfarmigen Kreisverkehrsplatz in Frankenberg dann in Betrieb nehmen. Jeder kann ihn heute schon einmal fahren, sodass wir dann entsprechend weiter, Marburger Straße kommt ein vierarmiger Kreisverkehrsplatz hin, da sind wir nicht ganz so großzügig, sodass wir dann auch bald wieder Richtung Kaserne fahren können. Aber wir werden natürlich schon im Vorfeld, das habe ich als Straßenverkehrsbehörde angeordnet, bis zum Kreisverkehrsplatz können wir fahren, beziehungsweise bis zu dem Familienzentrum fahren, sodass auch die Eltern ab morgen hier reinkommen. Und wer am Freitag hier drinnen war, Herr Zimmer, wir haben das gesehen, dann lag hier noch alles voll und dann hat man am Samstag gearbeitet, gestern gearbeitet, Samstagnachmittag noch Grundreinigung durchgeführt und so, dass wir heute hier so stehen und sitzen können, wie wir gerade zusammen sind dabei. Also das heißt, alles hat gut funktioniert und die Straßenfreigabe soll dieses Jahr auch noch erfolgen. Wir hoffen, dass das alles so weiter funktioniert und dass wir auch entsprechend so hinbekommen. Aber das, was wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben haben, ich denke, Willi, mit unserem Klimaschutzkonzept und so weiter, all dieses ist hier ein wirklich Paradebeispiel, ein Musterbeispiel, was wir hier tun. Denn dieses Gebäude hat im Jahresdurchschnitt, kommt das mit Erdwärme, mit Stromerzeugung durch
Photovoltaik kommt das entsprechend hin, so dass wir in der Jahresbilanz uns selbst beheizen können. Und das ist ein großer Erfolg, den wir hier haben und dass wir dort einfach sagen können, wow, wie machen wir das? Wir haben auch bewusst an dieser Stelle massiv, das kann Herr Zimmer nachher aber viel besser erklären, als ich das jemals erklären könnte, denn der ist der Fachmann, der das gemacht hat, aber ich will trotzdem grob eingehen. Wir haben eine Heizungsanlage Erdwärme mit rund 50 Kilowatt, die, glaube ich, so von 38 auf 50 hochgestockt werden kann. Ich habe heute Morgen erfahren, Fußbodenheizung 28 Grad Vorlauftemperatur, also das heißt kaum über der normalen Raumtemperatur, die wir haben dort. Und natürlich Photovoltaik auf dem Dach, 56 Kilowatt Peak, 30 Kilowatt Peak, da haben wir ja auch im Magistrat drüber gesprochen, für die Speicherung der Stromenergie, die wir dort haben, sodass wir dann über die Sonnenenergie die Wärmepumpe betreiben können, um dieses Haus dann beheizen zu können. Und das ist das, was wir, glaube ich, brauchen. Dann wären wir auch nicht so abhängig von dem Gas drüben aus Russland. Also gerade das will ich am heutigen Tag noch einmal sagen, weil mir das natürlich auch am Herzen liegt. Also das heißt, da müssen wir uns darauf einstellen, solche Sachen noch viel mehr zu tun. Nur, ich gestehe auch ganz ehrlich, das kann man nicht unbedingt in ein Bestandsgebäude hineinbringen, sondern da sind andere Voraussetzungen dazu. Und wir haben auch hier bewusst auf massiv gesetzt, denn auch das hat mit den klimatischen Bedingungen wieder hier in den Räumen etwas zu tun. Wenn Sie nachher mal in die 5 Gruppenräume hineingehen, schauen Sie sich das an. Dort sind links oder rechts jeweils einzelne Fenster, die sind dunkel. Das ist kein Fehler, es hat aus Glas nicht gefehlt, sondern das sind bewusst Lüftungsklappen, die macht man abends auf, im Sommer ist es 30 Grad draußen, Klimawandel lässt grüßen und dann macht man das abends auf und dann wird es hier kühler, es ist einbruchssicher, es kann niemand reinkommen, es kann kein Insekt hineinkommen und so weiter. Also da hat sich Herr Zimmer als Fachmann auf diesem Gebiet wirklich ausgezahlt. Und dann wird es in der Nacht mal abgesaugt, die warme Luft, glaube ich, so habe ich das richtig verstanden. Und am nächsten Morgen kommen die Kinder, die Erzieherinnen, Erzieher wieder hierher und können sich wohlfühlen und haben einen vernünftigen Raum, sodass sie auch ein Klima haben, wo man sich wirklich wohlfühlen kann. All das findet hier statt und das will ich auch deshalb so ausführlich darstellen, weil es mir natürlich persönlich auch am Herzen liegt. Wenn man dann natürlich nochmal weiterschaut, die Kinder, die müssen natürlich ein Toilettchen haben, ich habe das vorhin schon angesprochen, die müssen Ruheräume haben, all das kann man sich anschauen, aber sie müssen auch vernünftige Ernährung haben. Und da bin ich auch bei Klima- und Naturschutz wiederum dabei, weil mir das auch am Herzen liegt. Wir haben eine frische Küche hier in diesen Räumlichkeiten, hier hinten ist das. Sie können es auch nachher gerne anschauen, das heißt, es wird für die knapp 100 Kinder frisch gekocht, sodass wir dort auch entsprechend diese Maßnahmen, Frau Stoiber, Sie werden es kennen sicherlich dort, dass wir diese Maßnahmen alle hier gut umsetzen können, die Kinder sich wohlfühlen und wir sicherlich das eine oder andere auch den Kindern mit auf den Weg geben können, um das im eigenen Haushalt umzusetzen. Ich will damit nicht sagen, dass Kinder nichts Süßes dürfen, das dürfen die auch haben, da bin ich auch extra dafür, dafür esse ich auch viel zu gern Süßes, nur nicht verbieten. Aber die Kinder sollen hier natürlich auch beispielhaft für das Leben vorbereitet werden dabei. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Zimmer, hatte ich schon gesagt. Dann die Tragwerksplanung will ich an dieser Stelle, es war heute Morgen wichtiger dabei, Elektroplanung, Sicherheits- und Gesundheitsschutz natürlich, alles was dabei war. Und es gab bis heute Morgen keinen einzigen Unfall auf dieser Baustelle. Jeder, der mich kennt, weiß, immer wenn wir was neu starten, sage ich eine unfallfreie Baustelle und das haben wir hier wiederum bis heute Morgen erreicht. Heute Morgen übrigens, als ich hier reinkam, so um 9:30, ging der letzte Handwerker raus. Der kam dort noch mit der Werkzeugkiste heraus. Also alles just in time, alles gut funktioniert, sodass wir das entsprechend haben. Was ich vollkommen vergessen habe, wir haben auch noch ein Gründach obendrauf. Auch das ist etwas, was wir klimatechnisch entsprechend integriert haben. Auch da kann man sich entsprechend nachschauen. Wir hatten insgesamt 30 unterschiedliche Gewerke hier und die zu disponieren, dass dann das richtige Handwerk zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war, das ist natürlich dann etwas ganz, ganz Spezielles und besonders, jeder will ja dann anfangen und will sofort seine freie Fläche haben, aber ich will es an einem einfachen Beispiel machen, es macht keinen Sinn.
dass man als erstes mal den Elektroeinbau macht und dann macht man den Anstrich hinterher dran. Dann sind die Schalter schon drin und dann ist der erste Schalter schon mal über Pinsel dabei. Oder Fußboden muss man auch den Fußbodenaufbau erst machen, wenn der Estrich drunter ist. All das sind Dinge, sodass man das natürlich abstimmen muss. Aber ich sage einfach auch nur mal, wer auf die Idee gekommen ist, solche Lampen zu kaufen und zu installieren, alle Achtung. Alle Achtung, das in dieser Farbkonzeptgebung, was wir dabei haben. Wir haben Aufträge und das ist mir auch persönlich immer wichtig, da legen wir im Magistrat auch sehr viel Wert drauf, aber es muss natürlich auch preislich immer passen, das wissen Sie alle, nicht weil die von Orte sind, tun wir das, sondern wir tun es ganz einfach, weil wir von unseren Handwerkern überzeugt sind und die auch gute Preise abliefern. Das heißt, 21 Gewerke kommen aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. 8 davon sind in der Stadt Frankenberg angesiedelt dabei. Ansonsten überwiegend aus den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Hochsauerlandkreis, aber auch von weiter entfernt aus Leutershausen kommt zum Beispiel die Werder-Bedachung. Die mussten 530 Kilometer anfahren, das ist so. Aber der nächste, das ist der Elektriker, den ich schon mal ansprach, dessen Firmensitz ist 800 Meter von hier entfernt. Der geht hier raus, geht drüben auf das Gericht und dann ist er schon zu Hause, sodass man dort natürlich das auch hat. Das ja, pädagogische Konzept will ich noch kurz ansprechen, Ihnen nichts wegnehmen. Da habe ich auch wenig Ahnung von, muss ich dazu sagen. Das können Sie viel besser erklären. Es ist aber ein ganzheitliches Konzept, das musste ich jetzt mal ablesen, was wir dort haben. Und wichtig dabei, nicht nur Innenräume, sondern Außenräume. Kinder müssen aus meiner Sicht an die frische Luft. Kinder müssen draußen spielen, sie sollen draußen spielen, ihre Erfahrung machen. Und ich sage mal ohne weiteres, das haben wir gestern Nachmittag kurz gehabt, die dürfen auch ruhig mal auf den Baum klettern. Und wenn sie mal kurz runterfallen, dann hoffe ich, dass die Eltern nicht zu laut schreien. Sie sollen sich nicht verletzen, aber viele hier im Raum, die ein Alter haben wie ich, die wissen, auf dem Baum klettern hat noch keinen geschadet. Auch jungen Leuten, Janik, weil du gerade am Lachen bist, schadet das auch nichts, wenn man mal vom Baum fällt, denn die Kinder, die haben das. Nee, du sollst jetzt nicht mehr runterfallen, bei dir wird schon schwieriger. Ne? Nein, nein. Also, ich freue mich ganz einfach und möchte diese Räumlichkeiten, ich glaube, formell machen wir es nachher, Herr Zimmer oder so. Jetzt spricht erst, glaube ich, der erste Kreisbeigeordnete, dann spricht der Bürger vom DRK, dann Herr Zimmer, so ist die Reihenfolge, glaube ich, geplant und dann soll irgendwas mit Schlüsselübergabe sein, dass wir das hinbekommen, damit am Ende des Tages die Frau Ulrich mit ihrem Team morgen früh wieder hier reinkommen kann, damit die Kinder dann endlich hier rein können. Mit dem neuen Schließsystem an der Tür, wo ich gestern Nachmittag fast verzweifelt wäre. Aber Sie haben mich ja Gott sei Dank reingelassen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle hier seid, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam dieses Familienzentrum, diesen Kindergarten in Betrieb nehmen zu können. Es ist ein großer Tag für Frankenberg. Freuen wir uns darauf, noch viele weitere Maßnahmen in diesem Stil umsetzen zu können. Vielen herzlichen Dank. Das ist richtig, aber ich hätte nicht ausgetrunken. Hättest du auch mal können. Lieber Rüdiger Hess, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, Sie sind damit einverstanden, dass ich Sie nicht alle namentlich begrüße. Das hat der Bürgermeister in bewährter Weise gemacht. Aber den begrüße ich, denn heute ist ja ein denkwürdiger Tag. Nicht nur ein neuer Kindergarten wird eingeweiht, der Bürgermeister hat auch Geburtstag. Insofern, lieber Rüdiger, wirst du diesen Tag mit Sicherheit nie vergessen. Meine Mitarbeiterin Frau Stoiber und ich sind heute sehr gerne nach hier gekommen, weil wir diese neue Kindertagesstätte ja auch von Anfang an begleitet haben. Du hast eben auf den ersten Spatenstich hingewiesen, vor gut einem Jahr. Und das, hast recht, ambitionierte Ziel, innerhalb eines Jahres diese Einrichtung bauen zu können unter den Rahmenbedingungen, aber es ist gelungen. Und deshalb gilt mein Glückwunsch und der Glückwunsch des Landkreises Waldeck-Frankenberg allen denjenigen, die Verantwortung getragen haben, die im Vorfeld Verantwortung getragen haben, die den Bau begleitet haben, die politischen Entscheidungen getroffen haben, dass diese innovative neue Kindertagesstätte hier inmitten der Erweiterung der Stadt Frankenberg, da wo die Jugend künftig das Zuhause haben wird, die jungen Familien errichtet worden ist, das ist eine ganz tolle Leistung. Und
Ich habe auch nie Negatives davon gehört und gelesen und deshalb, lieber Rüdiger und lieber Björn Jäger, gehe ich davon aus, dass die städtischen Gremien das ganz bewusst gemacht haben, sich entschieden haben, für die junge Generation, für die Kinder und für die Entwicklung der Stadt Entscheidendes zu tun. Und was besser könnten wir tun, als Einrichtungen für unsere Jüngsten zu errichten. Und insofern muss ich eigentlich nicht denjenigen gratulieren, denen ich eben gratuliert habe, aber die will ich wertschätzen. Gratulieren müssen wir den Menschen, die in dieser Stadt wohnen, den Bürgerinnen und Bürgern, denen, die künftig ihren Wohnsitz hier nehmen werden in Frankenberg, weil für die wird eine ganz tolle Einrichtung geschaffen und die Kinderbetreuung, die Kindertagesstätten, das sind ja neben den Familien die Wurzeln, die die jungen Menschen brauchen, um ihr Leben gestalten zu können. Und dafür schafft die Stadt hier die Voraussetzungen in dieser tollen Einrichtung. Herr Zimmer, Glückwunsch, Sie mit Ihrem Team haben tolle Arbeit geleistet. Ich hatte ja schon Gelegenheit, mir die Pläne anzuschauen, habe ein ganz klein wenig gesehen, hoffe gleich noch mehr sehen zu können. Ein innovatives Bauwerk, barrierefrei, auf einer Ebene errichtet. Das wird sicherlich mit seinem besonderen Charme nochmal dazu beitragen, dass diese Einrichtung mit Leben erfüllt wird, dass viele da sein werden, die die Einrichtung und das Angebot gerne nutzen. Ich könnte heute in Doppelfunktion etwas sagen für den Betreiber DRK, das überlasse ich aber gerne Frau Ulrich und Christian Peter. Aber natürlich freue ich mich darüber, dass wir auch als große soziale Institution hier in der Stadt Frankenberg am Gelingen des täglichen Lebens in der Kindertagesstätte beteiligt sind. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, als die Entscheidungen getroffen worden sind, hier diese neue Kinderbetreuungseinrichtung zu schaffen, da waren hier die Rahmenbedingungen nicht ganz so gut. Liebe Daniela, liebe Claudia, das war ja gerade so die Zeit, als das Bundesprogramm dem Ende zuging. Es gab dann irgendwann mit eurer Hilfe das Folgeprogramm des Landes und wir als Landkreis Waldeck-Frankenberg, Frau Stoiber, haben ja dann immer versucht, unsere geringer ausgefallenen Fördermittel des Landes, die dann nachträglich zu denen des Bundes kamen, so zu verwenden, dass wir nur die Schaffung neuer Kindertagesstättenplätze fördern. In der Vergangenheit oder vorher war es ja durchaus möglich, auch Sanierungen, Renovierungen, Verbesserungen zu fördern. Nein, wir haben uns dann fokussiert auf die Förderung neuer Kindertagesstätten. Und das hat es dann auch ermöglicht, dass wir im Rahmen unserer Verantwortlichkeiten doch einen ganz großen Teil an Bundes- und Landesmitteln und auch kommunalen Fördermitteln hier hinlenken konnten. Bei der Übergabe diverser Bewilligungsbescheide ist ja darauf hingewiesen worden, aber ich denke 1,2 Millionen aus Mitteln des Bundes und des Landes und 950.000 Euro vom Landkreis Waldeck-Frankenberg, das ist ein ordentlicher Beitrag zur Finanzierung dieser sicherlich kostspieligen Einrichtung, aber das ist wohl eines der am besten angelegten Bereiche, in denen öffentliche Mittel verwendet werden können. Kurz und gut, ein guter Tag für die Menschen in Frankenberg, ein guter Tag für alle, die dazu beigetragen haben, dass wir hier eine solche tolle Kindertagesstätte haben. Und das sonnige Wetter, Frau Ulrich, soll ja auch morgen noch da sein. Die Kinder kommen bei sonnigem Wetter in die Einrichtung und werden hier eine gute Zeit haben. Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kolleginnen und Kollegen insbesondere, aber auch den Eltern und den Kindern eine gute Zeit in dieser tollen Einrichtung. Herzlichen Dank. Ich muss das ein bisschen tiefer machen, weil ich nicht so groß gewachsen bin wie meine beiden Vorredner. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister Hess, sehr geehrter Herr Kreisvorsitzender Frese und gleichzeitig erster Kreisbeigeordneter, sehr geehrte Ehrengäste aus Politik und örtlichen Gremien, sehr geehrter Herr Zimmer und ganz besonders natürlich auch die Mitarbeiterinnen, die zukünftigen Mitarbeiterinnen hier in der Kita und auch aus der Bauverwaltung und der Stadt Frankenberg. Herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Eröffnungsfeier unseres DRK-Familienzentrums Philipp Soldan hier in Frankenberg. Sie sehen schon bei der Namensgebung, kommt die Verbundenheit zur Stadt Frankenberg zum Tragen. Und wenn wir hier als DRK-Kreisverband Frankenberg stehen, dann gehen wir von einer über 130-jährigen Geschichte unseres Kreisverbandes hier in Frankenberg aus, wo wir hier an unserem Standort agieren, für die Menschen da sind,
arbeiten, ehrenamtlich wie hauptamtlich. Und von diesen 130 Jahren sind wir in diesem Jahr schon 30 Jahre im Bereich der frühkindlichen Betreuung und Bildung tätig. Nämlich vor 30 Jahren haben wir unsere erste Kindertagesstätte hier in Frankenberg eröffnet. Das ist die DRK-Kindertagesstätte Wiegand-Gerstenberg. Und insofern ist das auch ein Zeichen einer sehr, sehr guten Kooperation zwischen Stadt Frankenberg und dem DRK. Und wir danken der Stadt Frankenberg dafür, dass sie auf Basis dieser guten Kooperation, wenn es nicht gut gewesen wäre, denke ich, wäre die Stadt nicht an uns herangetreten, ob wir uns auch hier diesen Betrieb, diese Einrichtung vorstellen könnten, auf uns zugekommen, dass wir auch dieses Familienzentrum hier betreiben dürfen. Wenn ich sage, dass wir seit über 130 Jahren hier in Frankenberg tätig sind, dann ist unser Engagement vielschichtig. Viele von Ihnen werden letztes Jahr auch die Inbetriebnahme unseres Seniorenzentrums hier in Frankenberg gesehen haben. Also unsere Aktivitäten erstrecken sich von den Kleinsten bis hin zu den Ältesten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass das DRK sowohl in zeitlicher als auch in inhaltlicher Hinsicht ein verlässlicher Partner ist. Und wir machen das auch gerne. Das ist unser Selbstverständnis, dass wir in allererster Linie für die Menschen in unserer Region da sind, aber natürlich auch Ansprechpartner für diejenigen, die Entscheidungsträger in den Kommunen oder in den überregionalen Gebietskörperschaften sind. Und da haben wir immer ein offenes Ohr und wir lassen niemanden im Regen stehen, wenn es darum geht, Projekte umzusetzen, die den Menschen in unserem Heimatland dienen. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört über die bauliche Situation. Herr Zimmer, ich will Ihnen da nicht vorgreifen, deswegen sage ich dazu jetzt nichts. Es ist ein toller Bau und als wir vor einem Jahr hier gestanden haben, habe ich vielleicht innerlich so ein bisschen in mich reingeschmunzelt, in einem Jahr einen Sonderbau fertigstellen mit allen Auflagen, Anforderungen, uiuiui. Das wird ganz schön schwierig, aber es hat geklappt. Ich bin letzte Woche auch nochmal hier gewesen. Herr Hess, wie Sie schon sagten, da sah es etwas anders aus, da war es doch ein bisschen wie ein Bienenhaus. Jetzt ist das alles ein bisschen geerdeter und fertiggestellt. Das ist wirklich top, das ist eine gute Leistung. Sowohl was die Planung angeht, als auch das Zusammenspiel zwischen Architekt, Bauamt und den örtlichen Handwerkern. Was ich auch sehr gut fand, da hat die Stadt Frankenberg, aber als auch der Architekt Wert drauf gelegt, wir bauen ja nicht nur einen Baukörper, wo sich, ich sag mal, Menschen aufhalten und betreut werden, sondern wir wollen frühkindliche Pädagogik hier durchführen. Und das geht weit über die Betreuungsmöglichkeit in einer Baulichkeit hinaus. Und das ist halt wirklich sehr schön gewesen. Wir sind von Anfang an in die Planung mit einbezogen worden, sowohl was die Anforderungen an die Ausgestaltung der Räume anging, was das farbliche Konzept anging, was die Ausgestaltung anging. Und das muss ich sagen, das war eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Im Vorfeld hat sich die Frau Frank, das ist die Leiterin unserer Stabsstelle Frühpädagogik im Kreisverband, hier sehr, sehr involviert. Dann, als wir die Frau Ulbrich als zukünftige Leitung für die Einrichtung haben gewinnen können, hat sich Frau Ulbrich da auch noch mit eingebunden. Und das war sehr, sehr fruchtbar, denn was wir zukünftig hier an Arbeit mit und für die Kinder und die Familien leisten werden, hängt natürlich auch wesentlich davon ab, was die Räumlichkeiten ermöglichen. Und da ist sehr, sehr intensiv auf die Anforderungen unserer pädagogischen Arbeit hier Wert gelegt worden. Und das will ich an dieser Stelle auch sagen. Weil das ist ja auch immer eine Frage. Finanzielle Aufwendungen sind nicht gescheut werden, um das Bestmöglichste für die Kinder hier umzusetzen. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank, insbesondere an die Stadt Frankenberg, die sich dem nicht verschlossen hat und natürlich auch dem Kreis und dem Land und dem Bund, sitzt jetzt keiner hier, können Sie aber gerne weiterleiten, dass das entsprechend gefördert worden ist. Als wir vor gut einem Jahr hier gestanden haben und den Spatenstich gefeiert haben, da hatte mich der Kollege vom EDA-Dampfradio auch gefragt, ja, wie wird das sein, wo wollen Sie das ganze Personal herkriegen, das ist ja nicht so ganz einfach. Das auch vor dem Hintergrund, dass wir quasi zeitgleich eine weitere Einrichtung in Betrieb genommen haben oder beziehungsweise in den Bau genommen haben, nämlich die Kita in Korber, auch nochmal mit 6 Gruppen. Und da wurde gefragt, ja, wie soll das hier im ländlichen Raum relativ dünn besiedelt, aber gleichwohl eine sehr, sehr lebens- und liebenswerte Region. Aber wo wollen Sie die ganzen Fachkräfte herholen?
so schön das ist, dass die Stellenschlüssel aufgestockt worden sind und die Betreuung durch die Kinder dadurch natürlich auf einem hohen Niveau erfolgen sollte, war das eine nicht ganz unberechtigte Frage. Aber ich habe dann damals auch geantwortet, naja gut, wenn ich jedes Projekt gar nicht erst angehen würde, weil ich Angst habe, dass ich das pädagogische Personal nicht gewinnen kann, dann brauche ich gar nichts mehr machen, dann setze ich mich hin und verwalte das, was ich habe, und dann ist das aber nicht unbedingt das, was die Mitbürger und Mitbürger erwarten, und innovativ und fortschrittlich ist es bestimmt auch nicht. Wohl wissend, dass es natürlich eine relativ schwierige Aufgabe sein wird, aber wir haben es geschafft. Wir haben, ich sag mal, da hat Frau Ulbrich auch ordentlich Gespräche geführt und akquiriert und sondiert. Wir haben es geschafft, dass wir das notwendige Personal sowohl für die Kita hier in Frankenberg als auch für die Kita in Korbach haben, stichtagsbezogen zum 1.3. akquirieren können. Das freut uns sehr. Das spricht einerseits für die bauliche Situation hier am Standort, aber auch für die Konzeption, die unserer Arbeit hier zugrunde liegen wird. Und letztendlich vielleicht auch, das vermag ich nicht zu deuten, aber es könnte durchaus auch sein, dass das DRK ein durchaus attraktiver und sicherer Arbeitgeber hier in der Region ist. Und auch deswegen hat der eine oder die oder der andere vielleicht gesagt, okay, hier fange ich an. Beim DRK sind die Rahmenbedingungen gut, die Einrichtung ist top ausgestattet, sodass wir morgen unseren Regelbetrieb werden starten können. Da bin ich also wirklich sehr, sehr froh drum. Und danke an dieser Stelle nochmal allen, die das möglich gemacht haben, von der Stadt über die Gremien bei uns im Kreisverband. Die müssen ja letztendlich auch darüber befinden, ob wir das machen oder ob wir das nicht machen. Und ich wünsche Ihnen, Frau Ulbrich, stets ein glückliches Händchen beim Betrieb dieser Einrichtung, den Kolleginnen und Kollegen viel Spaß an und bei der Arbeit mit den Kindern. Und ich denke, das war die richtige Entscheidung, hier das zu bauen. Und wenn ich höre, dass die Einwohnerzahlen gerade im jüngeren Bereich und die Neubaugebiete sich so schnell füllen, wird es möglicherweise nicht die letzte Einrichtung sein, die die Stadt Frankenberg in Angriff nimmt. Wir dürfen uns an dieser Stelle schon mal empfehlen, wenn der Bedarf es zeitigt, das zu tun, kommen Sie gerne auf uns zu. Die zweite Referenz werden wir morgen eröffnen. Herzlichen Dank und alles Gute für den Betrieb. Ja, sehr geehrter Herr Hess, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch nochmal recht herzlich hier in der in dem DRK-Familienzentrum Philipp Soldan. Ich freue mich sehr, dass ich heute das Familienzentrum zum geplanten Termin an die Stadt übergeben darf. Das war nicht immer selbstverständlich, dass wir das geschafft haben. Zwischenzeitlich hatten wir schon durch die Corona-Pandemie und Lieferprobleme der Firmen eine Phase, wo ich dachte, oh, das wird nichts mit dem 1.3. Aber wir konnten dann gemeinsam mit allen zusammen das Ganze doch noch richten. Und wie wir heute sehen, haben wir das Ganze geschafft. Gemeinsam haben Bauherr und Planungsteam und vor allem die ausführenden Betriebe den ambitionierten Plan termingerecht umgesetzt. Ja, die Stadt Frankenberg hat hier baulich und pädagogisch die Weichen für eine zukunftsweisende Kinder- und Familienbetreuung gestellt, die als Leuchtturmprojekt im Landkreis ihresgleichen sucht. Schon während des Entwurfsprozesses haben wir gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz als Träger der Einrichtung, dem Fachdienst Jugend und der Stadt Frankenberg ein Gebäude entwickelt, welches durch seine Gestaltung die pädagogische Arbeit unterstützt und sie für die Erzieher und Erzieherinnen möglichst praktisch gestaltet, sodass diese sich im Wesentlichen auf ihre Kernarbeit, nämlich die pädagogischen Aufgaben, konzentrieren können. Im Trägerkonzept findet sich der Satz, ich zitiere, die Gestaltung der Räume soll Kinder zu individuellen Lerngemeinschaften einladen und das Sammeln von sozialen, motorischen und kognitiven Erfahrungen im Sinne von forschenden Kindern ermöglichen. Um dieses umzusetzen, haben wir im Familienzentrum Bereiche geschaffen, in denen Kinderbewegungsangebote, Rollenspiel, Ruhezonen, Vorlese- und Kuschelecken und vieles mehr nach individuellem Bedarf nutzen können. Das Farbkonzept mit seinen freundlichen, warmen Farben bietet den Kindern dabei Orientierung und Geborgenheit. Auch bei der Mittagsversorgung hat die Stadt Frankenberg
ist die Stadt Frankenberg neue Wege gegangen und hat hier eine Frischküche installiert und die Voraussetzungen geschaffen, dass selbst gekocht wird und die Kinder somit mit hervorragend frischem Essen versorgt werden können. Ja, neben den modernen pädagogischen Ansätzen hat das Haus an sich auch einiges zu bieten, was man auf den ersten Blick nicht so sehen kann. Wir haben hier ein Gebäude umgesetzt, welches baubiologisch gesunde Baustoffe hat. Wir haben natürliche Materialien verwendet und möglichst wenig Flächenversiegelung im Außenbereich umgesetzt. Die Dachbegrünung und eine hohe Eigenstromnutzung der Photovoltaikanlage leisten ihren weiteren Beitrag dazu. Ich komme eigentlich schon seit 20 Jahren aus dem energiesparenden Bauen und deswegen war ich sehr froh, dass wir hier in Frankenberg mit der Stadt ein Projekt umsetzen konnten, was aus meiner Sicht zukunftsweisend ist in der energetischen Ausstattung. Die Grundlage des energiesparenden Bauens ist immer, dass ich ein gut wärmegedämmtes Gebäude schaffe, in dem ich dann mit niedrigen Innentemperaturen den Betrieb und niedrigen Energieverbräuchen das Ganze betreiben kann. Wenn man gute Wärmedämmung hat, dann heißt das, dass ich quasi mich sehr wohl fühle. Behaglichkeit tritt durch hohe Oberflächentemperaturen an den Wänden auf und ich kann die Raumtemperatur absenken. Ich fühle mich also bei 20 Grad schon wohl, wo ich in einem Altbau 23, 24 Grad Lufttemperatur brauche, um diese kalte Strahlung des Körpers und der Außenwände abzufangen. Jedes Grad Raumtemperatur, was ich einspare, sind 6% Energieeinsparung. Das muss man sich mal klar machen. Wenn ich hier 3 Grad kälter mich wohlfühle, spare ich 18% Energie ein, um das Gebäude zu beheizen. Also ist der erste Schritt immer, ein gut gedämmtes Gebäude zu schaffen. Das ist einmal im Winter gut, weil ich dann wenig Energie brauche, um zu heizen. Und das ist auch im Sommer gut, weil ich im Sommer durch die gute Wärmedämmung auf weniger Wärme hineinbringe. Habe natürlich das Problem der Fenster, über die ich halt die Sonneneinstrahlung reinkriege. Da muss man aber gucken, dass man verschattet und durch die Ausrichtung möglichst im Süden große Fenster hat. Die sind in der Mittagssonne durch den Baukörper verschattet, sodass man da einigermaßen das Ganze im Griff behält. Wir haben dann hier auf ein Low-Tech-Gebäude gesetzt, haben versucht, das sommerliche Wärmeverhalten durch einen massiven Baukörper und eine sommerliche Nachtauskühlung umzusetzen. Das heißt, Herr Hess hat es ja schon angedeutet, wir haben in den Fenstern Lüftungsflügel eingebaut, die ich nachts offen lassen kann. Und dann sind Wetter- und Einbruchsgeschützt, sodass da nichts passiert. Ist ja keiner hier im öffentlichen Gebäude. Und dann haben wir hier Abluftventilatoren eingebaut, die quasi, wenn es draußen kälter ist als drin, die Luft absaugen und das Gebäude auskühlen. Das massive Mauerwerk nimmt dann die kühle Luft, also die Temperatur, gibt die warme Temperatur an die Luft ab und kann dann morgens quasi für den neuen Tag hier wieder die Wärme, die entsteht, aufnehmen. Dadurch verhindert man, dass sich die Gebäude hochschaukeln und ich quasi in diesen Wärmephasen, die wir jetzt immer länger bekommen, so hohe Temperaturen von 26, 28, 30 Grad am Tag habe und die nicht mehr rauskriege aus den Gebäuden. Weil der Nachteil eben der guten Dämmung ist, dass sie auch im Sommer keine Wärme verlieren und das dazu sind sie noch dicht und das heißt, ich bekomme, wenn ich nichts tue, so eine Treppe nach oben, wo die Gebäude immer wärmer werden. Ja, noch was zur Heizung möchte ich gerne sagen. Also wir haben ja hier eine Wärmepumpe mit Erdkollektor verbaut. Das hat den Vorteil, dass wir im Gegensatz zur Luftwärmepumpe keinen elektrischen Heizstab brauchen, der uns eventuell bei minus 20 Grad dann das Gebäude noch heizt, was ja dann eine Stromdirektheizung wäre, was man nicht möchte. Also wir haben eine Wärmepumpe gebraucht, brauchen niedrige Vorlauftemperaturen, sodass wir hier mit hohen Leistungszahlen arbeiten können. Das heißt, ich mache aus einer Kilowattstunde Strom 4 bis 5 Kilowattstunden Wärme und kann somit das Gebäude beheizen. In der Jahresbilanz erzeugen wir ungefähr so viel Strom auf dem Dach, wie wir hier fürs Heizen verbrauchen, sodass wir rein wärmetechnisch klimaneutral sind. Ja. Zusammengefasst kann man sagen, also, was ich auch noch sagen wollte,
Die massiven Bauteile helfen uns auch im Schallschutz. Wir haben ja in den Kindergärten natürlich 100 Kinder hier, die schreien und johlen natürlich hier rum. Und dadurch habe ich einmal schweren Baukörper. Gewicht ist immer gut für den Luftschallschutz. Das heißt, durch eine massive Wand kann ich von dem einen Raum zum nächsten den Schall relativ gut im Griff behalten. Den Luftschallschutz, den Hall, haben wir dann hier durch Akustikdecken oder Akustikpaneele in allen Räumen gemindert, sodass wir hier auch die Anforderungen ans Arbeitsstättenrecht und sowas alles einhalten. Das merkt man ja hier auch, wenn man hier in dem Raum steht. Hier ist eine ganz angenehme Akustik, es ist kein Hall hier. Und selbst wenn sich alle unterhalten nachher, kann man das schön merken, dass das sehr gut funktioniert. Wir haben oben einen Flur, der ist quasi nur ein Rettungsweg, wo sich keine Kinder aufhalten. Da haben wir keine Schallschutzmaßnahmen. Wenn man da drin steht, sprich zu zweit, da merkt man den Unterschied, wie das ist, wenn man nichts gemacht hätte. Das finde ich auch ganz wichtig, weil es sorgt einmal für die Kinder, für ein gutes Klima und auch für die Erzieher ist der Arbeitsplatz vernünftig ausgestattet, sodass die nicht abends dann einen klingelnden Kopf haben von dem ganzen Lärm, der da stattgefunden hat. Ja, ich möchte noch einmal den Mitarbeitern der Stadt Frankenberg und meinem eigenen Team ganz herzlich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir auch mit der Kommune oder unserem Auftraggeber so eng zusammenarbeiten. Ich habe es schon oft erlebt, dass den Bauherrn im Prinzip gar nicht interessiert, was er da baut. Wir machen dann was alleine, so gut wir es können, aber wir haben dann auch keine Rückmeldung quasi von der Auftraggeberseite, was dann eigentlich immer schade ist, weil man könnte viel mehr und viel angepasster an den späteren Nutzer bauen, wenn man eben einen engen Kontakt hat und wenn man da in enger Abstimmung steht. Und das hat hier stattgefunden und das hat mich sehr gefreut und dadurch ist, denke ich, auch was Gutes draus geworden. Ja. Jetzt möchte ich zum Schluss, damit dann auch die Kinder im Morgen früh hier reinkommen, Herrn Hess offiziell das Gebäude oder den Schlüssel übergeben und möchte Ihnen gerne hier den Schlüssel überreichen. Vielen Dank. Ich darf nur sagen, am Freitag, als ich hier war, hat Herr Zimmer, der Frau Ulbrich, versucht, das Schließsystem beizubringen. Ich bin dann weggegangen, muss ich dazu sagen. Aber so einen großen Schlüssel bekommen Sie jetzt, findet sicherlich auch einen Platz dafür. Und wenn ich dann das nächste Mal komme, ich klingel, glaube ich, gleich. Das ist das Beste. Ich gebe natürlich jetzt eins weiter, nämlich den Schlüssel gleich an die Frau Ulbrich, dass sie mit ihrem Team morgen früh hier reinkommen kann, aufdrehen kann und dass sie dann natürlich auch morgen früh arbeiten können mit den Kindern hier. Ich wünsche Ihnen viele geduldige Eltern, ich will es mal so sagen, das ist ja häufig der Fall, so dass die Kinder ja in Ordnung sind und wir Eltern sind auch da, aber ich will das wirklich an dieser Stelle einfach mal so sagen, wünsche Ihnen viel Spaß mit den Kindern und lassen Sie sich nicht von den Eltern nerven, das darf ich dazu sagen, Ihnen speziell mit an die Wand geben. Jetzt müssen wir uns irgendwie hier hinstellen, die Presse wird bestimmt auch ein Bild machen wollen. Wie machen wir es? Ich in die Mitte, ja. Sie haben es ja an mich übergeben. Und die Frau Ulbrich spricht dann gleich noch mal etwas dazu. Wie machen wir es jetzt? Gerhard, würde ich umgekehrt machen, dass ihr euch in meine Richtung stellt. Deshalb habe ich den genau. Herrn Peter hätte ich auch gerne dabei. Das wäre die Idee. Ich hätte von der Herr Frieser hat auch geredet, bin dem Auto. Könnt ihr ein bisschen dichter? Dürfen wir ein bisschen dichter. Wissen wir hier rüber, ich wollte das hier im Hintergrund haben und nicht da hinten die Flaschen. Ja. Herr Peter, darf noch ein bisschen dichter an deinem. Ja, machen wir das gerade mal kurz. Alles gut. Da können wir uns freuen, ne? Den Schlüssel ein bisschen tiefer. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Da sind noch zwei, die auch Bilder machen wollen. Also. Dankeschön. Bitte schön. Ja, vielen, vielen Dank. Bitte. Wir freuen uns sehr. Mein Zettelchen.
Danke. Also, wir müssen vielleicht, während ich was sage, noch so ein bisschen hochhalten. Ne? Ja, dann möchte ich Sie auch ganz, ganz herzlich begrüßen von meiner Seite als Leitung vom Familienzentrum Philipp Soldan. Ganz herzlich möchte ich auch unseren Bürgermeister, Herr Hess, begrüßen. Wir haben ja erfahren, dass Herr Hess Geburtstag hat heute und vom Familienzentrum Philipp Soldan wollten wir ihm ein Präsent überreichen als Gratulation. Das soll so ein bisschen unser Einstieg sein. Und es gilt zu bedenken, dass die Farben in Rot bewusst gewählt wurden, weil unser Träger das Deutsche Rote Kreuz ist, vertreten durch Herrn Peter. Das wiederholt sich am historischen Tag zu Ihrem Geburtstag. Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Ne? Ja, hätten wir jetzt noch umdrehen können. Ne? Alles Dankeschön. Gut. Ja. Den Tag vergessen Sie so schnell nicht. Das stimmt. Ja. Ich möchte einen ganz großen Dank von unserer Seite, vom Team, auch vom Familienzentrum aussprechen. Wir sind unheimlich dankbar der Stadt Frankenberg für die Genialität, für das Raumkonzept, für alles, was wir hier mit den Kindern umsetzen dürfen. Natürlich auch den Architekt Herrn Zimmer mit seiner Schwester Frau Zimmer, die uns wirklich wunderbar auch begleitet haben, die jedes Detail nochmal mit uns durchgesprochen haben, keine Zeit und Mühe gescheut haben, wirklich auf alles individuell einzugehen, sodass wir für die Kinder ab morgen auch wirklich mit jedem Detail starten können, damit die Kinder Struktur und Orientierung bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir sind natürlich auch unendlich dankbar unserem Arbeitgeber, dem Deutschen Roten Kreuz, vertreten durch Herrn Peter, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Raumkonzept in Form zu bringen und daraus ein pädagogisches Konzept zu machen, was dann an den wichtigsten Teilnehmern unserer Gesellschaft, nämlich den Kindern, die Entwicklung stärkt, stützt und ermöglicht, einfach ganzheitlich sich entwickeln zu können. Ja. Wir möchten auch noch auf die Schwerpunkte des Deutschen Roten Kreuzes eingehen. Das Leitbild wie Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. In diesem Sinne versuchen wir auch diese Einrichtung zu tragen und diese Werte sowohl an die Eltern, an die Kinder weiterzureichen in unserer Haltung, in unserem Tun, in unserem Denken und in unserem Handeln. Das Deutsche Rote Kreuz ist bestrebt, Leben und Gesundheit zu schätzen, sowie die Menschenwürde eines jeden zu achten. Genau dieses Leitbild, da stehen wir dahinter und möchten das an unsere Adressaten weitergeben. So wollen wir die wichtigsten Teilnehmer unserer Gesellschaft ein Vorbild sein. Wie gerade schon beschrieben, möchte ich jetzt das geniale Raumkonzept, was von der Stadt Frankenberg so individuell erschaffen wurde, sage ich mal dazu aus meiner Sicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas habe ich in meiner ganzen Laufbahn und ich kenne schon einige Einrichtungen noch nie gesehen. Es ist wirklich genial und ungewöhnlich, ganz besonders. Dann natürlich die Architekten. Also das haben wir hatten so ein bisschen auch, manches über Computer bekommen, sag ich mal, wo das auf uns anders noch gestrahlt und gewirkt hat. Und wenn wir jetzt da drinnen stehen, von der Farbgestaltung hin zu dem Architektonischen, eine unheimliche Genialität, die auf uns strahlt, was wir an die Kinder weiterreichen können. Aber das eine ist das, wie wir reinkommen und sagen, wow. Das andere ist aber, und das möchte ich gerade betonen, weil das Raumkonzept ist auch die Grundlage unserer Pädagogik, die wir jetzt hier ab morgen wirklich verwirklichen dürfen mit unseren Kindern zusammen. Es ist daran gedacht worden, dass ganz viel Licht in die Räume kommt, eine Lichttransparenz, aber auch die Natur von außen nach innen geholt wird oder die Kinder von innen nach außen gucken können. Es ist in einzelnen Räumen auch noch so Bullaugen entstanden, dass Kleinstkinder auch wirklich nach draußen schauen können. Die Idee ist dabei, miteinander, füreinander. Partizipation ist so ein Schlagwort geworden, wird hier in der Einrichtung auch durch das Raumkonzept, was die Stadt Frankenberg erschaffen hat und umgesetzt hat, die Architekten Zimmer, lebbar. Denn auch mit dem Raum
ist alles möglich, was in der Pädagogik umgesetzt werden kann. Da möchte ich näher noch drauf eingehen. Wir haben ein teiloffenes Konzept, das bedeutet, das habe ich auch am Telefon den Eltern ganz viel näher gebracht, das bedeutet, die Kinder kommen am Morgen in Stammgruppen. Wir haben 5 Gruppen, das sind 2 Krippengruppen und 3 Regelgruppen. Wir haben also eine Gruppenzugehörigkeit, dass die Kinder Sicherheit haben, Geborgenheit, eine Orientierung, einen Ausgangspunkt. Dann öffnen wir so zwischen 9:30, 10 unsere Türen. Und die Kinder dürfen dann die komplette Einrichtung bespielen. Und das ist natürlich nur möglich, weil wir diese Einrichtung zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir haben hier in dem großen Gangbereich ein wunderschönes Spielgerät für die Kinder, was wir dann auch täglich wirklich bespielbar machen möchten. Wir haben, die Türen sind jetzt noch nicht ganz so, wie sie sein sollen, aber die sind ja dann auch aus Glas. Da wäre jetzt hier geradeaus der Bewegungsraum, der auch relativ groß ist. Den möchten wir wirklich am kompletten Vormittag für die Kinder nutzbar machen. Dann haben wir Hochebenen in 2 Räumen, wo wir innerhalb der Einrichtung eine Puppenecke oder einen Rollenspielbereich haben, Kreativbereich, Leseecke und Kuschelbereich und noch einen Werkraum. Das gibt es nur einmalig in der kompletten Einrichtung, weil der Grundgedanke ist, dass die Kinder sich öffnen, aus ihrem festgesteckten Rahmen heraus Mut entwickeln, Selbstbewusstsein aufbauen, die Welt über ihren Rahmen hinaus kennenlernen. Da ist ganz, ganz viel Lernfeld, was da drinnen steckt und Möglichkeiten, die die Kinder haben. Die Kinder haben auch eine größere Vielfalt, ein größeres Angebot. Die haben mehr Chancen, Freunde zu finden, weil manchmal so 10, 20 Kinder in einer Gruppe, je nach Geschlecht und Alter, treffen sich nicht immer so, dass sich die Freundschaften bilden können. Und wenn wir uns offen wenn wir die Gruppen öffnen, haben die Kinder einfach mehr Möglichkeiten, auch Freunde zu finden. Dann ist natürlich ein riesengroßer Vorteil von dem teiloffenen Konzept die Bewegung. Die Kinder haben den ganzen Tag die Einrichtung als Fläche zur Verfügung und haben dadurch natürlich viel, viel mehr Bewegungsmöglichkeit, Bewegungsraum, was den Kindern für ihre Entwicklung nur gut tut. Und mit der Bewegung haben die natürlich auch für ihre Gesundheit, sag ich mal, einen Riesenvorteil. Und es werden kleine Gruppen gebildet in der ganzen Einrichtung, in den Räumen, 4, 5, 6 Kinder. Dann haben die nicht so einen hohen Lärmpegel. Schallschutz ist ja auch wunderbar umgesetzt in dieser Einrichtung. Und es ist halt natürlich auch im Gesundheitsaspekt ein großer Vorteil, was wir auch den Eltern, sag ich mal, so gesagt haben. Schwerpunkte der Einrichtung sind, weil wir jetzt einmal mal vom Raumkonzept hin zu unserer Pädagogik gekommen sind, Bewegung, Spielen und Inklusion. Das ist auch ein Schwerpunkt der Einrichtung. Im Spielen liegt auch ganz, ganz viel, nämlich die grundlegendste Lebensäußerung eines Kindes, und ein Kind lernt alles, was es fürs Leben braucht, im Spielen. Das ist in unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen klein geworden, der Gedanke. Manchmal denken wir so ein bisschen, ach, Kinder, die spielen ja nur. Aber genau Spielen ist Schulvorbereitung, und im Spielen steckt ganz, ganz viel. Inklusion ist dann auch wieder die Verbindung von innen nach außen, die Öffnung für den anderen, für den Menschen. Auch die vorhin beschriebenen Werte vom DAK werden in der Inklusion auch wieder, spiegeln sich da auch sehr schön wieder. Dann möchte ich, ja, weil die Schlüsselübergabe. Wir haben das als Sinnbild genommen, dass wir sagen, mit dem heutigen Tag der Schlüsselübergabe setzen wir das in das Pädagogische hinein. Partizipation ist der Schlüssel zur Bildung. Menschlichkeit ist der Schlüssel zu Vertrauen. Bewegung, als unser Schwerpunkt auch, ist der Schlüssel zu Sprache, Denken und Handeln. Für Gesundheit in allen Bereichen. Spielen ist der Schlüssel zu jeglicher Form des Lernens und die Welt zu begreifen. Inklusion ist der Schlüssel zur Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität. Die Verbindung zwischen uns, die Öffnung nach außen und innen. Und mit der Schlüsselübergabe können wir mit dem heutigen Tage die richtigen Schlüssel umdrehen, um für die Kinder ein starkes Fundament in der Bildung zu setzen. Und mit diesen Worten
bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns noch einen schönen Nachmittag. Als Dank haben wir uns vom Team Familienzentrum Philipp Soldan für alle, die hier anwesend sind, etwas ausgedacht und Sie können sich, weil wir jetzt dachten, wir nehmen ein bisschen, oder ihr geht einfach rum und verteilt es, genau. Sehr schön. Das ist noch ein kleines Präsent aus Dankbarkeit von uns. Dann haben wir noch einen Flyer errichtet von unserer Einrichtung. Wo noch kurz zusammengefasst ist, was wir gerade ausgesprochen haben.